Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, ich hab's geschafft. Also, der Witz war, nachdem ich dann das Spiel nochmal geladen habe, haben alle vier im Brunnen festgesteckt. Und die Illuvien waren zwar aktiv, aber wir kamen aus dem Brunnen nicht mehr raus. Also musste ich jetzt bis zu dieser Stelle nochmal nachspielen. Was wäre ein Spiel ohne gute Bugs, ne? So. Dann wollen wir mal weiter. Wir können ja jetzt zum... ganz langsam die Dings hier rüber. So. Und rein da. Bezwinger der Bresche. Herold des Wandels. Held des Südens. Die Vidasala nehme ich an. Ich war sehr überrascht, dass man euch gestattete, weiterhin in Freiheit zu leben, nachdem ihr euren Zweck hinsichtlich der Bresche erfüllt hattet. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Inquisitor. Es wird Zeit, eurer Magie ein Ende zu setzen. Noch ist es nicht zu spät. Lasst uns die Waffen niederlegen und miteinander reden. Tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, was ihr in Gang gesetzt habt. Ich habe schon zahllose Katastrophen miterlebt, doch dieses Chaos im Süden übertrifft alles. Das Kun gestattete es euren Völkern, eure Magie selbst zu kontrollieren. Dann jedoch zeigte sich, dass wir schon längst hätten einschreiten müssen. Darum geht es bei dem Drachen, Odem? Ihr wollt unsere Staatsoberhäupter ermorden, nur damit ihr unsere Magie kontrollieren könnt? Denkt ihr etwa, sämtliche Missstände seien behoben, nur weil ihr die Bresche geschlossen habt? Dass sie keine weiteren Folgen hat? An dem Tag, als wir die Bresche sahen, entschied das Kun, was geschehen musste. Wir wollten eure Anführer beseitigen und das einfache Volk verschonen. Doch dieser Helfer Fan Harolds hat alles verändert. Leben, die verschont werden sollten, werden seinetwegen enden. Wer ist dieser Helfer? Und wie kommt ihr darauf, dass er für die Inquisition arbeitet? Tötet den Inquisitor und folgt mir dann zum Davarat. Na komm her! Ah, für ein Sarabas dabei. Kann das sein, dass der Sabaras und sein Alter. So, Schluss hier. Na komm her. Cassandra zu hören. Der
Dämonen, Drachen, dunkle Brut und jetzt auch noch Kunari. Ich frage mich, ob uns vielleicht irgendwann mal die Gegner ausgehen. Ich bin einfach nur froh, dass es keine Venatori sind. So ist ausnahmsweise mal nicht Te Winter das Problem. Ausnahmsweise, ne? Ab neue. Besucher, Gäste, willkommen. Die Hallen stehen euch offen. Könnt ihr mir sagen, wohin eine Kunari gegangen ist, die man die Vidasala nennt? Ja, wir haben viel erfahren. Obwohl sie der irrigen Überzeugung war, wir könnten nichts hören. Bringt einen Schlüsselstein zum Gavarat. Ich werde bald zu euch stoßen und eine Bestandsaufnahme unseres restlichen Gardlock machen. Ich kann in der Nähe einen Schlüssel spüren, falls er etwas ist, das ihr gerne sehen möchtet. Ich kenne die Worte, um ihn zu öffnen. Das ist nett. Für den Schlüsselstein. Gut. So. Da ist er. Was? Milder Betrüger? Ja, zorniges Herz. Mieser Betrüger. Ein neues Schild. Das ist was für dich, ne? Ja, 29. 37 hier. Nimm du mal den miesen Betrüger. So, hab ihn. Machst du das jetzt bitte? Aha, Hof. Hier. Ich habe bei einem der Kunari einen Schlüsselstein gefunden. Ja, und ihr braucht die Worte für ihren Schlüssel. Maras Nera. Er leuchtet. Er wird den Weg zum Davarat öffnen. Möget ihr finden, wonach ihr sucht. Dankeschön. Indem ihr hierher gekommen seid, habt ihr die Wege gestärkt. Ich kann nun einen errichten, sofern ihr zu gehen wünscht. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Gil-Dir-Thalen war der Name, den mir die Elvenan gaben. Einer, der die Sucher des Wissens leitet. Ich war die Verbindung. Eine Stadt konnte die Aufzeichnungen einer anderen lesen. Ein Elvenan die Erinnerungen eines anderen führen. Als der Schleier über uns fiel, stellte ich das Ende all ihres Wissens dar. Na, dann vielen Dank. Wir müssen diesen Davarat finden und die Vidasala aufhalten. Und rein da. Bin gespannt, was die vorhat. Ach, jetzt sind wir hier, ja. Okay, ich will wieder dahin, dahin. Okay, da will ich hin. Da ist der Ausgang. Hier ist noch ein Büchlein. So. So. Ich nehme trotzdem wieder ein paar Tränke mit. Wie blum. Plop. Und weiter geht's. Um die anderen zu warnen. Ja. Es geht zurück. Und rein da. Wieder zum Kreuzweg und dann geht's zurück nach Hause. Beziehungsweise zu den anderen. Zum Winterpalast. Aha, die Kunari greifen also an, weil sie denken, die Menschen und die restliche Welt kann die Magie nicht mehr kontrollieren. Naja, man muss ja sagen, dass die Bresche nun mal dass, die Schuld von Fenharrow war, ne? Wollte er damit vielleicht den Schleier wieder zurückbringen? Eure Spione haben bestätigt, dass es im Palast von Denerim Gardlock-Fässer gibt? Ja, genau wie in Val Royeaux und überall in den freien Marschen.
Der Winterpalast ist nicht das einzige Ziel. Die Kunari sind nur einen Befehl davon entfernt, sämtliche Adelshäuser der bekannten Welt auszulöschen. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes. Wenn wir die Botschafter warnen, wird sie das daran erinnern, welchen Wert die Inquisition besitzt. Nicht, wenn die Inquisition für diese Bedrohung verantwortlich ist. Es ist unsere Schuld. Unsere Schuld? Nein, aber unsere Verantwortung. Was ist passiert? Der elfische Bedienstete, der für die Fässer verantwortlich war, ist verschwunden. Notizen aus seinem Quartier belegen, dass er ein Spion der Kunari war. Aber er war doch Orlaisianer. Das belastet Orlais, nicht die Inquisition. Ja, allerdings sind die Fässer nur in den Winterpalast gelangt, weil sie auf der Vorratsliste der Inquisition standen. Na, wie sollen wir denn einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal mehr unseren eigenen Leuten vertrauen können? Wisst ihr, wer die Fässer auf die Liste der Inquisition gesetzt hat? Ja, mehrere elfische Arbeiter der Inquisition sind verschwunden. Ich habe ihre Vergangenheit überprüfen lassen. Sie hatten sich der Inquisition angeschlossen, nachdem sie dem Chaos in Kirkwall entkommen waren. Ich weiß noch, wie Kirkwall zu seinen schlimmsten Zeiten war. Viele der Elfen dort sind auf der Suche nach einem besseren Leben zum Kuhn konvertiert. Und die Kunari haben Spione aus ihnen gemacht. Erst vor wenigen Jahren haben wir die Templer dafür verflucht, dass sie sich korrumpieren ließen. Dasselbe haben wir mit den Grauen Wächtern gemacht. Und jetzt seht uns nur an. Ich habe die Inquisition im erhabenen Rat verteidigt. Und wofür? Damit wir jene, die wir angeblich beschützen, täuschen und bedrohen? Sobald wir die Spione... Es geht nicht um die Spione. Ihr habt den toten Kunari versteckt. Ihr habt den Winterpalast quasi übernommen. Wir haben das Richtige getan, nicht das politisch Vorteilhafte. Wisst ihr überhaupt, was uns das gekostet hat? Orlais und Ferelden planen in diesem Moment, uns aufzulösen. Und vielleicht sogar zu Recht. Es wird schlimmer. Ich weiß nicht, warum oder was ich dagegen tun kann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich weiß nur, dass die Kunari aufgehalten werden müssen. Ich muss zum Davarat, solange ich noch kämpfen kann. Danke, Inquisitor. Sollen wir den erhabenen Rat über die Gefahr informieren? Ja. Falls wir scheitern, muss der erhabene Rat wissen, was geschehen ist. Ich sorge persönlich dafür. Leliana, ich kann... Nein, eure Aufgabe ist ohnehin schon schwer genug. Ich übernehme es. Ich postiere am Illuvian Wachen für den Fall, dass die Kunari den Palast angreifen. Der Erbauer sei mit euch. Ach Gott, ja... Auf unserer Liste, das waren dann die Elfen, die damals sich denn... Ja, toll. Huch! Huch! Da ist Dragon Age abgeschmiert. Wir sehen uns dann... So, da sind wir auch schon wieder. Keine Ahnung, warum wir gerade... Warum das Spiel gerade abgeschmiert ist. Aber das DLC, beziehungsweise das Ende hier scheint, das derzeit scheint sowieso unter einem verfluchten Stern zu stehen. So, und rein da. So, dann nehmen wir mal unsere Gruppe mit. So. Ach, Moment. Aha. Also den da unten. Also den hier unten, ja. Jetzt können wir. Ja, jetzt können wir ihn benutzen. Der da war. Was geht? Also dann, macht euch. Warte. Na, kommt's jetzt zum Endkampf?
Wäre natürlich geil. Endkampf, der beginnt, wenn wir in einer Folge, wo das Spiel abgeschmiert ist und wo ich jetzt das kurz schneiden musste. Geil. So, dann zeig mal, was jetzt los ist hier. Seht euch das an. Ein Illuvienfriedhof. Wo haben die Kunari die nur alle her? Oh. Und wie lange studieren sie die Illuvien schon? Je schneller wir ihre Invasionspläne vereiteln. So, wir haben ein Level up, dann können wir gleich mal die anderen auch. Was ist das hier eigentlich? Wird den Bolzen und geht dann auf die Angreifer zurück. Ach nö. Nö. Ne? So, wir gehen hier wieder drauf. Mhm. Ja. So, die anderen haben auch noch ein. So. Cassandra. Wir haben ja jetzt angefangen, ihr die Templer-Fähigkeiten forcieren. So, hier. So. Da wollen wir uns mal losmachen hier. Ein Illuvienfriedhof. Ein Sabaras. Wunderbar. So, was ist das? Der Sabaras? Jetzt kriegen wir keinen Schaden mehr durch den Drachenangriff. Stirb doch jetzt einfach hier, verdammt. Bam. Huch. Dankeschön. Bin ich gestorben? Ich dachte, der Drachenangriff macht mir keinen Schaden mehr. Ja. Geht es euch gut? Wir sollten uns beeilen. Sie kommen! Ja, ein bisschen zu spät, aber hey. So. Also, was diesen Krieg angeht, ihr wisst ja, dass es für Kirkwall nicht gut ausging, als die Kunari das letzte Mal wütend geworden sind. Ich hoffe deshalb inständig, dass wir das hier schnell beilegen können. Ich habe schon mehr brennende Städte gesehen, als ich je wollte. So. Funktionierende Wachen.
Wir müssen sie so schnell wie möglich ausschalten. Ich bin dabei. Ruhe. Mann, was ist denn los, ey? Ich sterbe fast die ganze Zeit hier. So, tot war er. Das nenne ich mal eine beeindruckende Tür. Ich möchte aber trotzdem erstmal da rein. Da. Die Tür ist versperrt. Hoffentlich kriegen wir unterwegs nochmal so einen kleinen Vorratslager-Dingsbums. Na gut, die kriegen wir so nie auf. Ruhe! Wirst du wohl nicht deine Leute weg? Das rotes Lyrium. Was habe ich da aufgenommen? Irgendwas aufgenommen. Kunari überhaupt eine Vorstellung davon, womit sie es hier zu tun haben? Nein, sie glauben es vielleicht, aber dem ist nicht so. Tja. Ist das ein Astrarium? Wie haben die Kunari es hierher geschafft? Wir sollten uns vielleicht besser davon fernhalten. Manche dieser Artefakte sind tödlich. Wie schön, dass du noch hier hinten stehst. Vielleicht können wir es ja aktivieren, das Astrarium, und wir kriegen einen Geschatz oder so. Hier, Fan. So. Guck mal, jetzt können wir die Tür nach unten aufmachen. So, dann hoch mit uns. So, Leute, aber für heute beende ich mal die Folge. Beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir den Weg da ins Divert reinfinden. Und dann gucken wir mal, ob wir uns der Videosaler stellen können. Also bis dahin.